Wenn der Harn rötlich verfärbt ist, sollten Sie aufmerksam werden. Denn Blut im Urin ist ein Symptom, das immer ein Arzt abklären sollte. Das Blut kommt oft aus den Harnwegen. Es kann zum Beispiel von einer Blasenentzündung stammen oder von einer entzündeten Harnröhre. Die Keime, die solche Entzündungen auslösen, können auch zu den Nieren aufsteigen. Wenn sich dann das Nierenbecken auch entzündet, kommen oft weitere Symptome dazu. Das können Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit und Druckschmerzen im Nierenbereich sein. Es gibt auch Entzündungen der Nieren selbst. Das sind allerdings keine Infektionen durch Keime, die aufgestiegen sind, sondern solche Nierenentzündungen gehen meist vom Immunsystem aus. Eine Nierenentzündung ist sehr ernst, denn sie kann die Nieren langfristig sogar zerstören. Blut im Urin ist hier ein Symptom. Es kommt aber oft erst spät, wenn die Erkrankung schon fortgeschritten ist. Andere mögliche Blutungsquellen sind die Schleimhäute der Blase und der Harnleiter. Wenn zum Beispiel Steine, Blasen oder Harnsteine reiben oder stecken bleiben, dann verletzen sie die Schleimhaut. Dadurch kommt dann Blut in den Urin. Und typischerweise kommen dann auch heftige, kolikartige Schmerzen dazu. Weitere Gründe für Blut im Urin können Polypen oder Divertikel in der Blase oder in der Harnröhre sein. Polypen nennt man gutartige Wucherungen in der Wand eines Organs. Divertikel sind kleine Ausstülpungen. Viel seltener ist es ein bösartiger Tumor, der in die Harnwege blutet. Das kann zum Beispiel Prostatakrebs sein, Blasenkrebs oder Nierenkrebs. Wenn Sie Blutspuren im Urin bemerken, sollten Sie auf jeden Fall zum Arzt gehen. Für viele Krankheiten gibt es nämlich eine wirksame Behandlung.